das Test Beta 1 des Display-Controllers für das Hausbus-System. Ich zeige euch mal kurz die Hardware. Das ist jetzt einfach nur die Touch-Steuerung mit einem MOSFET, ein paar MOSFETs. Ja, Display nehme ich jetzt nicht ab. Darunter liegt das halt und über einen RJ45-Stecker bekommt der Display Slave VCC, Ground, MOSI, MESO, Reset, SCK und I2C Datenleitung und Clock. So, da ich jetzt noch keinen Rahmen habe, habe ich mir selber eingebaut vorerst. Angeschaltet wird, ich nehme einfach nur das Netzteil, das schalte ich jetzt mal an und dann zeige ich euch mal, wie das ab. Das ist momentan das Menü. Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Flur. Hier wäre noch ein Platz für ein weiteres Zimmer. Hier unten sieht man, dass man jetzt im linken Menü ist. Es gibt noch ein rechtes Menü, da könnte man jetzt so rüber sliden, das geht momentan noch nicht und dann wäre da Garagentor, Markise, Reset, Informationen über das Gerät, also Firmwarestand oder sowas, Außenbeleuchtung, alle Lichter ausschalten, Urlaubsmodus, sowas dann. Hier seht ihr jetzt mal die Symbole. Ist wie beim Handy, drückst du einmal drauf, ist halt das Licht an, drückst du nochmal drauf, bist jetzt im Flur. Jetzt hättest du jetzt beispielsweise im Flur nur zwei Sachen. Hier hättest du den Schalter, den kannst du ein- und ausschalten. Hier sind die Settings, hier kannst du sagen, okay, ich aktiviere den Toilettenweg oder ich aktiviere das Dimmbare. Wenn ich jetzt zurückgehe, Moment, das ist jetzt hier nicht richtig fest. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann sieht man auch, dann hat der Schalter die Symbole für Dimmbar. Aber das ist jetzt noch nicht hinterlegt, also funktioniert noch nicht, deswegen kann ich da jetzt nicht drauf drücken. Aber der Rest, der funktioniert. Hier oben komme ich wieder ins Hauptmenü zurück. Hier beim Wohnzimmer beispielsweise, da sieht man hier rechts den Scrollbalken, der ist jetzt auf Hälfte, also das heißt, da sind nochmal 6 Unterpunkte. Aber scrollen geht noch nicht, wie gesagt. Was gibt es denn noch hier? Ja, wie gesagt, ihr kennt das ja jetzt schon mit dem Aktivieren. Das zeige ich euch gleich mal, wenn der Strom ausgefallen ist, dann hat er den auch noch da. Rolllade, die kann man auch aktivieren, wenn die aktiv ist, dann fährt die mit den Zeiten hoch und runter. Die Zeiten kann man auch einstellen, das ist aber bei mir, funktioniert das jetzt hier eher mäßig. Da muss ich nochmal mit den Koordinaten gucken, aber das kann man in der Regel, kann man das dann auch einstellen und die Zeiten werden natürlich auch zwischengespeichert dann. Man kann sagen, ich möchte die Rolllade aktivieren. Die Rolllade an sich kann man halt hoch und runter fahren. Ich fahre sie jetzt hoch und sage, wenn sie hoch genug ist, dann halte ich sie an, indem ich sie einfach auf runter drücke, umgekehrt genauso. Oder ich sage, okay, ich fahre sie hoch und wenn ich dann nichts mehr mache, dann fährt sie so lange in die Richtung, bis sie halt oben ist und dann automatisch anhält und dann erlischt auch der Button. Wie ihr seht. So, jetzt schalte ich das Gerät mal aus. Wir waren vorhin im Schlafzimmer, gehen wir nochmal hin und ihr seht hier der Schalter, der ist vorhanden geblieben. Hier ist auch dimmbar geblieben. Und hier
genauso, die ist auch aktiv gewesen und unsere eingestellte Zeit ist auch noch alles da. Ja.